Hallo, Hübi von Swisstop. Heute zeige ich euch, wie ihr am einfachsten und schnellsten die Bremsbeläge hier bei einem E-NTB wechselt. Die Werkzeuge, die ihr dazu braucht, ist ein 3 mm Imbus, ein 5 mm Imbus. Dann haben wir hier ein Werkzeug, um die Bremskolben wieder schön in den Bremssattel zurückzudrücken. Natürlich braucht ihr neue Bremsbeläge und um die Bremsscheibe reinigen, den Bremsreiniger. Dann schreiten wir gleich zur Tat. Am einfachsten könnt ihr die Beläge wechseln, wenn ihr das Rad ausbaut. Dann seht ihr die Bremse von oben. Ihr habt auf der Innenseite habt ihr einen Sicherungsblinden. Den könnt ihr ganz einfach von Hand wegnehmen. Dann nehmen wir den 3 mm Imbusschlüssel. Dann könnt ihr hier die Sicherungsschraube rausdrehen. So, auch weg. Dann könnt ihr hier die Beläge oben fassen. Beide miteinander inklusive Feder rausziehen. Dann nehmen wir natürlich die neuen Beläge. Heute verbaue ich Swisstop Disc E. E steht für Endurance, für lange Lebigkeit. Aber wir haben auch eine sehr hohe Hitzebeständigkeit. Vor allem wichtig, wenn wir gerade ein E-MTB nehmen, schwerer Fahrer, Systemgewicht weit über 100 Kilogramm, dann seid ihr mit den E-Belägen auf der richtig guten Seite. Wir nehmen die Beläge, setzen da die Feder auf beiden Seiten schön ein. Dann drücken wir das zusammen, also ein Paket, schieben die Beläge von oben rein. Dann nehmen wir wieder die Sicherungsschraube, setzen die ein, ziehen die einfach satt an, braucht nicht zu viel Kraft. Dann wichtig, Sicherungssplinten wieder anbringen, ganz einfach, wie wir den weggenommen haben, kommt er auch wieder drauf. Und wichtig während dieser Zeit, dass niemand am Bremshebel drückt, weil sonst drückt es die Bremskolben wieder zusammen. Bevor wir das Rad einbauen, drücken wir jetzt die Bremskolben inklusive den frisch montierten Belägen ganz in den Bremssattel zurück, damit die Bremsscheibe genügend Platz im ganzen System hat. Habe ich ein spezielles Werkzeug hier, gehe ich hier unten rein und drücke da schön beide Seiten die Kolben inklusive Beläge in den Bremssattel zurück. Dann können wir das Rad einbauen. Bevor wir das machen, jetzt haben wir neue Beläge montiert, nehmen wir noch einen Lappen, ein bisschen Swisstop Bremsreiniger drauf. Reinigen die Scheibe einmal gründlich. Dann können wir das Rad wieder einbauen. Dann schauen wir mal. Jetzt streift es noch ganz, ganz wenig. Jetzt können wir den Bremssattel mit dem 5 mm Imbus noch nachjustieren. Ich glaube, es braucht hier nicht viel. Dann haben wir die ganze Sache streiffrei. Nichts zu hören, läuft streiffrei. Bevor ihr jetzt die richtig große Ausfahrt unternehmt, müsst ihr die Bremsbeläge gut einfahren, einbremsen. Meine Empfehlung: Macht so circa 5 Bremsungen aus mittlerer Geschwindigkeit, vorne und hinten, so circa 15 Sekunden lang, damit sich Beläge und Bremsscheibe aneinander gewöhnen, ein bisschen einschleifen. Und dann macht ihr anschließend eine längere Bremsung von circa 30 Sekunden mit zügigem Tempo und dann spürt ihr, wie die Bremspower zunimmt und so sich die Beläge von der ganzen Performance perfekt entfalten. Ihr werdet gute Bremsleistung haben,
Performance über alles wird passen und hat auch einen Einfluss auf die Lebensdauer. Wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr richtig viel Spaß haben auf euren Rides und in diesem Sinne viel Spaß und viel Freude unterwegs.